die Ereignisse, die sich im Mai 1945 abgespielt haben, nach der Befreiung des KZ-Nebenlagers in Gunskirchen, eigentlich Eth bei Lambach, in Hochholz, hat eine größere Anzahl von dort Verhafteten und dorthin auf grauenhafte Art und Weise transportierten und durch Selbsttätigkeit hingekommenen ungarischen Juden haben mehr als Tausende dieser ungarischen Juden den Weg nach Wels gesucht, in dem dringenden Bedürfnis, zu Nahrung zu kommen und wieder in menschlichen Verhältnissen leben zu können. Um die 1000 dieser Personen sind nach der Befreiung unter wiederum grauenhaften Umständen zu Tode gekommen, indem sie falsche Ernährung erfuhren, falsche Nahrung zu sich nahmen, an den Folgen der qualvollen Transporttage und Wochen, die sie hinter sich hatten, sind sie ebenso gestorben wie an neuen Erkrankungen wie Ruhr, Typhus und ähnlichen Umständen. Also mich hat erstens einmal bewogen, dass ich überaus beeindruckt bin von diesem Denkmal für über 1000 ungarische Juden, die ermordet und zum Teil nach dem Krieg an Erschöpfungen gestorben sind, spricht sehr für diese Stadt. Und das war der Grund, warum ich sehr gerne aus Wien gekommen bin. Und überhaupt ist es notwendig, über die 10 wichtigsten Verbrechen der Nazis zu sprechen. Erstens über die Ermordung von 2/3 des europäischen Judentums aus 24 Ländern, darunter 1,5 Millionen Kinder, Jugendliche und Babys, das ist der neueste Forschungsstand. Zweitens über die Ermordung von jedem zweiten Sinti und Roma in Europa. Drittens diese vielen nichtjüdischen Opfer der Euthanasie, also taubstumme, blinde, geistig Behinderte. Viertens diese grauenhaften medizinischen Versuche und auch die anderen Opfergruppen, derer man gedenken sollte. Sowas darf nie wieder passieren. Und es gibt ein Wort des großen amerikanischen Philosophen Santayana: Die sich des Vergangenen nicht erinnern, sind verurteilt, es noch einmal zu erleben. Und deshalb bin ich auch froh, dass Sie das also im Fernsehen Ihren Sehern vermitteln, diese Feier. Die Stadt Wels sieht es als Verpflichtung an, jährlich diese Gedenkveranstaltung gemeinsam mit der Initiative gegen Faschismus durchzuführen. Ich halte es für absolut richtig und notwendig, das zu machen, um gerade die Jugend an die Gräueltaten der Nazischergen zu erinnern, dass nicht vergessen wird, was geschehen ist und dass vielleicht entsprechende Lehren auch heute daraus gezogen werden können. Wir sind natürlich sehr bemüht, dass wir in den Schulen entsprechende Aufklärung betreiben, unter anderem durch Zeitzeugenprogramme. Wir versuchen ständig Persönlichkeiten einzuladen, die zu dieser Thematik etwas zu sagen haben. Wir laden Zeitzeugen ein, die mehrmals pro Jahr in mehrtägigen Veranstaltungen an beinahe allen Welser AHS und BHS diese unmittelbaren Eindrücke vermitteln können, weil sie ja Betroffene waren. Das können wir gar nicht tun. Alles, was wir den Kindern erzählen, sind angelesene Dinge. Diese Unmittelbarkeit, Direktheit können wir gar nicht vermitteln. Wenn ich mir manche Entwicklungen ansehe, was die heutigen Rechtsextremisten an Verbrechen liefern, zuletzt in der Bundesrepublik Deutschland, die 10 Morde, die geschehen sind und die jetzt aufgeklärt werden konnten. Also das gibt einen schon zu denken und macht es notwendig, immer wieder auf das Nie-Vergessen hinzuweisen.